machen können, echt. Willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5 Online mit dem taumelnden Necro. Dem Icy und dem Kidsman. Da ist der Elmo. Ich glaube, ich soll das selber machen. Lass mal weiter saufen. Was geht's hier? Ob du so besoffen die Mission nur antreten kannst? So, weiter geht's. Ich starte. Ich halt mal für ihn die Türe wieder auf. Okay, eine Vorbereitung noch, glaube ich. Oder? Ja. Yep. Oh Gott. Nee, ich glaube, das ist jetzt schon der Überfall. Oh Mann. Erstmal hinten Ausschnitt reiern. Oder? Nee, ich glaube, eine Vorbereitung noch. Und dann kommt, glaube ich, der Überfall. Ja, EMP abgeliefert. Na, probieren wir es mal. Hau pisst mal auf den Computer. So. Oh, verdammt. Ich hoffe, das rentiert sich hier auch, ey. Ja, nee. Das ist auf jeden Fall, also... Also die Munitionskosten und alles, das steigt schon ganz schön immer mehr hier. Bei mir auch, aber durch die... durch das Geld, was ich immer wieder zurück ausgezahlt bekomme, steigt mein Geld wieder. Ich krieg hier gar nichts, das ist das Problem. Also wenn es genauso wie beim letzten heißt, das bekommst du auch was um die 400k zurück. Das wäre schon nice. Ja, genau, so soll's sein. Ein Carbonkrieger? Okay. Naja, können wir mal machen. Weißt du, woran mich die Mission eigentlich erinnert? Woran? Ganz stark an Ocean 11. Oh, sag mir jetzt nicht. Oh ja, das ist egal. Oh, das ist scharf. Kuruma gepanzert nehme ich jetzt. Ich nehme wieder meinen Carbonizare. Ah, Carbonizare ist das Ding. Ich bin bereit. Ob ich jetzt immer noch taumel? Tät mich auch mal interessieren, muss ich sagen. Und es regnet. Na geil. Na toll, mein Auto ist offen. Ach, da drauf muss ich auch schon was trinken. Okay. Das war bei Accessoires noch Masken da. Nicht nachmachen. So, wo ist meine Karre? Ach, da. Lol, wie der gerade eingestiegen ist. Alright, let's get the EMP in the, hey, wo müssen wir hin? Das ist nur den Jans dort hinter. Bei euch out, ja, so geht's los. Alter, der Regen ist so fett geil, muss ich sagen. Ey, bin immer wieder begeistert. Ach nee. Zum Glück ist schnell. Wow, shit. Oh, der rutscht. Aber nee, ich kann es doch so nicht fahren. Also meiner fährt gerade prinzipiell links oder rechts, aber nicht geradeaus. Weil du getrunken hast schon wieder? Kitty, das nennt man Aquaplaning. Ich hab keinen Plan. Gut, ich bin wieder nüchtern. Kleiner nochmal saufen, noch. Ey, da muss der Club aussteigen. Also das Sound im Fahrzeug drinnen klingt mal richtig Premium. Ja, ne? Wenn du den an sich drin hast, ne? Mhm. Oh shit! Achso, das ist ein Ortseingangsschild, deswegen kann ich da nicht lang fahren. Alter! Oh Gott! Mich hat's kurz so weit runter von den Berg gehauen. Ah, na klasse. Jetzt sind wir ganz unten.
Geht mir aber gerade genauso. Es heizt ein Highway lang und oh, plötzlich endet's. Ja. Das ist eine übelste Dreckstrecke hier. Oh, das ist krass mit dem Regen, ey. So heftig geil. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich jetzt nicht aufnehme. Wieso? Also so wie ich fahre, das ist dann böses Mittelalter. Ich nehme ja wirklich Leitplanken mit. Das ist bei mir schon Standard geworden hier. Und sein Smokers Spezialität sind ja auch noch die Motorradfahrer. Ja, ich glaube, die nimmt eigentlich jeder mit, der GTA spielt. Nee, ich nicht. Nee? Ich schon. Ja, du nimmst alles mit, was bei 3 auf dem Boden ist. Und bei 4 schüttelst du wieder runter, damit du mitnehmen kannst. Wow. Ich muss sagen, die Nacht mit dem Regen und Xenonlicht so fett. Keine Ahnung, meine Lichter sind kaputt. Ich hab gerade einen aus Versehen überfordert, ich glaube, der ist vom Motorrad geflogen. Jo, ich hab ihn runtergeschubst. Einen habe ich ja verfehlt jetzt gerade. Oh, verdammt, ich hab auch gerade einen verfehlt. Shit. Müsstest du glatt nochmal zurückfahren eigentlich. Was aber, oh, worüber ich mich aufreue, ist, dass die hier das Fernlicht beibehalten haben, dass du das auch noch einschalten kannst wie in GTA 4. Wie geht das? Noch einmal hart drücken. Ach, cool. Das finde ich eigentlich ganz geil. Und bei Cabrios, wenn du H gedrückt hältst, mach dem mal das Verdeck zu. Wenn du stehst oder ganz langsam fährst. Seid ihr jetzt bereit? Nee, ich bin noch nicht mal. Seid ihr? Ach, hier. Alter, das kommt so geil her. Ich sitz. Hast du diese Sitzheizung hier an? Ach, oh, geht man in die Innenansicht? Wie geil das klingt mit dem Regen. Ich höre nur Musik. Prost! Ey, Necro, setz mal deine Maske auf. Achso, soll man das jetzt machen? Ja, wäre angebracht. Kitty hat sie auch noch nicht auf. Aber man würde dann, es wurde dann gesagt, dass du die Maske aufsetzen sollst. Kein Plan. So. Wir sind jetzt unterwegs. Icy fährt. Man ja, sieht es. Man wollte gerade sagen. ich kann nicht mehr. Hilfe. Mir ist kalt, ich rubbel mich wieder warm. Na klar, bück dich noch nach vorne während du... Nee. Oh, was ist los? Stuck mich, ich hab Angst. Du hast den Motorradfahrer vergessen. Alter, guck mal auf den Taro, das sieht geil aus. Hinten in den Kofferraum sieht das mal edel aus. Seh ich nicht. Du musst mal aus in der Außenperspektive gehen. Alter. Ich will den Kofferraum, da ist das. Ja, ne? Da möchte ich jetzt auch lieber sein. Das ist EMP drin, oder? Mhm. Ja. Eisig hochkonzentriert, ist gerade sehr ruhig. Naja. Es ist nicht ganz ohne mit hier Aquaplaning. Das ist doch so kein Planning.
Das habe ich vor uns bei dir gesehen, wie du gefahren bist. Es war nass und ich war besoffen. Ja. Das kann jeder sagen. Was auch jedes Schild und jeden Baumstämmel. Ey, fahr hier quer übers Feld. Abkürzung. Das solltest du, wenn du den Heiß dann irgendwann nochmal startest, solltest du die Abkürzung nicht nehmen. Nee? Nein. Dann wird der Geld sogar abgezogen. Echt jetzt? Ja. Okay. Welches Kürze? Wenn du zum Beispiel Querfeld einfährst. Okay. Da gibt's weniger Kohle? Ja. Okay. Entweder weniger Kohle oder du erreichst die die zusätzlichen Dinger nicht. Welche zusätzlichen? Zum Beispiel, dass eben halt keiner sterben darf oder dass du sonst eine bestimmte Zeit hast. Okay. Hey, fahren mit anderen Spielern, 200 RP. Yay! Hab ich auch gerade gekriegt. Und ich glaube, in der Mission ist es sogar, dass du keine Nose-Leute killen darfst. Wie du bei dem Heli zum Beispiel. Aber wenn man dann da reinkommt, fragt mich nie. Hm. Oh, werden wir bestimmt noch rausfinden. Oh, wir sind ja gleich da. You're approaching the target. Pull up outside and we'll talk logistics. Alter, wie die Karre wegrutscht hier. Ja. Ist ja mal übel. Ja, und nu? Okay. Habt ihr auch die Kamera? Ja. So scan the area quick and make sure you know where the guards are. The guards will raise the alarm if they see anything suspicious. Also da ist ein Guard, toll. Hier sind nur zwei Wissenschaftler draußen. Oh, die haben glaube eine Waffe. Okay, nu? Reinlaufen oder mit dem Auto? Mach den Weg zur Rampe frei und liefere den... So. Also wir müssen uns jetzt rein kämpfen, so gesagt. Na klar, so. Wir haben 10 Minuten Zeit, steht rechts unten. Oh, stimmt. Shit! Wir müssen uns reinschleichen? Nein, einfach rein. Wenn wir reinschleichen und rein und durchprügeln, so Rambo-Style. Rambo-Style klingt eigentlich ganz geil. Rambo. Hä? Ach nee, oder? Ist nicht in ihr Ernst, oder? Alter, nein. Wir dürfen den Alarm nicht aktivieren? Ja. Fuck! Also müssen wir uns reinschleichen. Ach du Scheiße. Dann ist das eben halt das, wo du eben halt die Leute nicht abknallen darfst. Na doch, oder? Aber wie willst du denn dann das Ding abliefern? Du musst die Leute abschießen, aber du musst... Am besten mit dem Scharfschützengewehr, wa? Ja, ich werde gleich mal aussteigen und den wegsnacken am Anfang. Wir sind schon draußen. Ja? Ja, ich meine, ja. Ich hätte es mit Scharfschützengewehr versucht. Muss jemand beim Auto bleiben? Soll ich es mal mit Scharfschützengewehr probieren? Ich kann es auch mal probieren, warte. Stopp. Was? Jetzt. Nein. Ah, shit! Alter, wie krank ist das? Hä? Ich verstehe das gerade nicht. Das ist hardcore. Das ist ja richtig übel. Alter, Mann, das sieht so müde aus. Ich verstehe das gerade nicht ganz. Hat einer von euch einen Plan? Nö. Nee, ich hab daneben geschossen.
Probier's dann mal. Wie soll man das hinkriegen? Es sind auf jeden Fall zwei. Ja, der eine rennt gerade hinter. Und ich schätze mal, den einen müssen wir, den vorderen müssen wir zuerst nehmen. Machen. Ich renn einfach mal hin. Nee, bloß nicht. Dann ist die Person ja wieder fehlgeschlagen. Und setzt eure Kappe mal auf. Warte. Oh. Einer sind? Wir müssen noch das beten, ich warte hier. Fuck. Gegner werden auch eliminiert, wenn sie gleich Schüsse in der Nähe hören. Gegner schnell aus und zu vermeiden, entdeckt zu werden. Denk dran, großkalibrige Waffen können mehrere Ziele gleichzeitig treffen. Gut, fährt ein Fahrzeug? Ah. Ich sitze im Auto drin. Der kommt raus. Der ist hin. Ach schon. Ich versuche hier außen mal ein bisschen lang zu schleichen. Und jemand, dass ihr vielleicht von der anderen Seite. Ich sitz drinnen. Ich mach das auch gerade mit außenrum schleichen. Ja, noch. Ihr müsst bloß weg. Dann muss Eis dann eigentlich dann später nur noch Nile cruisen und. So. Und der Zeitdruck, der macht mich gerade fertig, ey. Bei mir sind zwei, ich brauch hier einen. Kizi ist schon drinnen? Alter. Ich bin schon drin. Da ist doch kein Schwein. Wo ich hier rumlauf. Okay. Dann geh ich rüber zum Nekro. Ja, weil hier sind nämlich gerade zwei. Spall mich. Ich kann so lange nicht reinfahren. Warum? Wenn die mich nämlich sehen, dort stehen sie nämlich. Ich komme zu deiner Position. Oh, der Zeitdruck, Alter. Scheiße. Welche? Willst du ausschalten? Die da unten, den einen am Wagen und der andere da steht. Ich nehme den, der steht. Okay. 3, 2, 1, jetzt. Achtung, die gucken jetzt. Ach, scheiße. Scheiße, was? Hä? Da waren vier, ne? Wie vier? Wissenschaftler hat die Leichen gefunden. Ach, wie hardcore ist denn das? Alter. Also hier werden wir doch mehr Versuche brauchen als alles andere. Aber ich sehe gerade, ich habe auch einen Scharfschützen gewählt. Schalldämpfer. Okay, Leute, ich beende jetzt erstmal die Aufnahme und ja, mal gucken, ob wir es in der nächsten Aufnahme hinkriegen. Das war's erstmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da, Daumen oder Abo oder alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.